Willkommen zurück zu Minecraft. Ja, beim letzten Mal haben wir da hinten da so ein Möchtegern-Silo angefangen. Das werden wir auch beenden. Halt nur, ich weiß jetzt noch nicht, ob wir das jetzt gleich machen oder nicht. Und ich habe nämlich jetzt so viele Pläne, die wir irgendwann mal machen wollen, oder ich zumindest. Und dazu machen wir jetzt erstmal Folgendes. Das sieht jetzt auf den ersten Blick merkwürdig aus, ist es auch. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich dann mit dieser Lösung, sage ich jetzt mal, zufrieden bin. Das werden wir halt dann noch herausfinden. Ich hätte gerne noch ein paar mehr. Wir brauchen noch mehr Steine. Nämlich werden wir jetzt auch so nebenbei so ein bisschen anfangen, eine sogenannte Fabrik zu erstellen. Die Fabrik wird dann mehrere Funktionen haben, die dann zum Teil erst nach und nach implementiert werden, sozusagen. Nehmen wir auch richtigen Stein, den nehmen wir auch mal mit. Und da müssen wir auch mal gucken, wo platzieren wir denn die Fabrik und so weiter und sowas. Erstmal werden da halt nur dieses Interieur, also die Öfen und sowas platziert. Wozu halt die Fabrik grundsätzlich da sein soll, um das mal zu erklären. Die soll grundsätzlich dazu dienen, wenn wir mehrere Sachen haben, die wir einfach in den Ofen schmeißen wollen, dass wir hier nicht so bei einem Ofen warten wollen, sondern halt mehr oder weniger eine ganze Wand voller Öfen haben. Ne? Und dazu gehen wir jetzt einfach mal irgendwo da hinten hin. Zumindest habe ich mir das so geplant, dass wir dann irgendwann diese Fabrik da irgendwo hinbauen. Natürlich hier nicht so nah an dem Wald, was Dani da immer noch irgendwann bauen wird. Und ich dachte mir so halbwegs an das Wasser da, halbwegs auch nicht und so, nicht in das Wintergebiet, auf gar keinen Fall. Das wird hier alles bepflanzt dann mit Bäumen, so wie ich das verstanden habe. Wir könnten das hier hinten hin machen. Könnten wir. In der Fabrik soll es dann halt später auch noch andere Sachen geben. Also nicht nur, da sind ein paar Öfen, tun wir mal ein bisschen Zeug rein. Nein, da soll dann halt auch später noch so ein paar anderes Zeug reinkommen, was ich jetzt auch noch nicht verraten möchte. Ja. Ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen. Bauen wir es da hinten hin, wo wir ja gerade noch unser Haus sehen können. Wo kommt auf einmal der Zombie her? Oder ruhig ich etwas weiter weg? Fragen über Fragen. Und das nur, weil ich so kleine Vorstellungen habe darüber, wie ich gerne etwas hätte. Und ich glaube, ich habe einen Platz gefunden. Mitten in die Blumenwiese, so wie Industrie halt ist. Vorne mit hin? Ich weiß es gerade nicht. Ich kann mich gerade kaum entscheiden. Wir können auch mal ein bisschen rumgucken hier. Wir sind ja bewaffnet. Wir haben bestimmt viel zu viel wichtiges Zeug mit, ja, das ganze Leben. Ich würde es aber auch nicht so weit weg haben von dem Bauernhaus. Deswegen würde ich ja fast sagen, bauen wir es da hinten hin. Etwas. Oh, ein Mammut! Ein Mammut! Hey, du Artgenosse! Na, wie geht es dir? Hier, möchtest du Weizen? Ich habe Weizen mitgebracht. Willst du zu mir mitkommen? Und darfst bei mir wohnen? Nee? Ja, das sehe ich auch so. Ich finde ja auch, die könnten das ein bisschen besser machen, ne? Aber es ist doch jetzt nicht Badezeit für einen Mammut. Hallo? Ja, geht doch. Meine Güte. Zehn kann ich denn wohl nicht mit Weizen nehmen. Willst du ein Mettbrötchen? Nee? Wieso denn nicht? Du magst Mettbrötchen. Ich weiß das. Ich weiß, wovon ich rede. Und was haben wir hier? Oh. Normale Wölfe? Habe ich... Shit, ich habe keine Knochen dabei. Oh, shit. Schnell zurück. Knochen holen. Hunde zähmen. Dann nehmen wir zumindest die Hunde mit. Und wir Hundis. Oh, ein Baby-Mammut! Ein Baby-Mammut! Moment, du musst jetzt leider erstmal eingesperrt werden.
Ja, shit. Um dich kümmere ich mich später. Ah, Holz. Ja, lauf doch weg. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt geht er wieder dahin. Ja, das ist gut. Na los, geh da rein. Geh da rein. Ah, nein, geh da rein. Nein, gehst du da rein? Du bist mein Mammut. Ab sofort. Du bist ab sofort mein Hausmammut. Komm. Ah, oh, komm. Dann holen wir uns halt Zäune oder sowas. Oder Dreckblöcke oder sonstiges. Also dann haben wir einen Mammut auf unserer Farm. Das wäre doch passend, oder nicht? Nicht? Ich finde schon. So, ach, shit. Und es wird schon dunkel. Das gefällt mir nicht. Oh. Schnell nach oben hier. So, haben wir hier irgendwo Knochen? Bestimmt. Hier nicht. Auch nicht. Ah, da haben wir ein paar Knochen. Haben wir noch irgendwo welche? Bestimmt, oder? Nicht hier. Wieso haben wir hier? Da haben wir Knochen. So, und dann nehmen wir ein paar Dreckblöcke mit. Weil Dreckblöcke lassen sich wesentlich einfacher abbauen als anderes Zeug. Und dann sprinten wir da jetzt nochmal hin. Das ist jetzt voll neben das, was ich eigentlich tun wollte in dieser Aufnahme. Aber naja, so ist das manchmal. So, sichern wir uns dann erstmal die Wölfe, die da hinten sind. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Wer hätte nicht gern einen Wolf? Ein bunter Hase? Komm mit. Hase 3. Ich weiß ja gar nicht, wo Hase 2 hin ist. Aber das ist ja auch egal. Ja, machst du wohl so. So, Hundis. Hundis. Ihr scheiß Tölen. Kommt her. Ich hab einen Knochen. Wo war denn das jetzt? Verdammt. Hunde. Jetzt sind sie weg. Das war ja sowas von klar. Das war so klar. Shit. Das Mammut ist auch weg. Dann ist das große, das andere weiß ich nicht, aber ich vermute mal schon. Würde mich wundern, wenn das da jetzt noch rumguckt. Aber anscheinend ist es nicht mehr da. Gut, haben wir eine Axt? Ja, natürlich haben wir eine Axt. Und dann werden wir die Axt mal eben benutzen, um hier das ganze Zeug wieder abzubauen. Hey, was macht er denn? Achso, wegen dem Hasen hier. Wegen dem Hasen konnte ich jetzt nichts abbauen. Na, das ist ja auch ein Traum, ist das. Da ist ein Wolf. Hier, Wolf. Wölfchen. Hey, hey, hier. Oder bist du ein böser Wolf? Hallo? Guck mich doch mal an. Bist du ein Wolf, der zum Spiel gehört? Nein, der gehört zum Mog Creatures, okay. Oh, Hase 3. Weißt du was? Hase 3 sichern wir uns jetzt, weil er so komisch gepunkt ist. Deswegen habe ich ihn überhaupt mitgenommen. Habe ich ihn jetzt? Nein, natürlich nicht. Hase 3. Hase 3. Mitkommen. So. Geht ja nicht, dass wir hier ohne Tierchen hier davon gehen. Ne, das muss ja nicht sein. Und dann brauchen wir jetzt jede Menge Fichtenholz auch. Nicht für die Fabrik, sondern eher für die Scheunen. Für die Tiere, die würde ich jetzt nämlich auch so langsam jetzt anfangen zu bauen. Aber ich will so viel bauen und dann kommt immer irgendwas dazwischen. Das ist manchmal einfach furchtbar. Gehen wir hier mal durch. Ah, Hase. So, ja, komm rein. Komm rein hier. Da geht er. So, Hase 3. Willkommen zu Hause. Wo ist eigentlich Hase 2? Hase 2 ist aus irgendeinem Grund verschwunden. Deswegen habe ich ja jetzt auch Hase 3 mitgebracht. So, jetzt legen wir uns aber kurz hin. Und... Na, komm. Rein hier. Ab ins Bett hier. Schlafenszeit. Oh.
Hätte ich aber schon gern gehabt, so ein kleines Mammut auf unserer Farm. Einfach so. Ich weiß, Mammuts gehören nicht eingesperrt, sind es aber trotzdem manchmal. Also ich zumindest. Ich sperre mich selbst ein. Ich weiß, ich könnte rausgehen. Will ich aber gar nicht. Nee. Mammuts existieren ja außerdem dann auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht warum. War denen einfach zu warm und dann sind sie weg. Nein, keine Ahnung. Was suche ich hier eigentlich? Oh, wir haben Fichte. Wir brauchen aber mehr. Wir brauchen bestimmt mehr. Ich suche im Moment eigentlich Brötchen, damit wir uns mal was essen können hier. Habe ich denn keine Brötchen? 300.000 Weizengedöns, aber keine Brötchen. WTF. Komm, dann gehen wir da halt nochmal hin. Jetzt machen wir uns ein paar Brötchen. So. Reicht eigentlich fürs Erste. Wir machen uns aber trotzdem noch ein paar. So. Hier mit hin. Dann essen wir mal eben ein paar Brötchen. Bewegen uns ganz langsam hier nach draußen. So. Und dann bauen wir da hinten die Steinkonstruktion, die wir da willkürlich gebaut haben, nochmal ab. Auch nicht wirklich gewollt, dass wir das da hinbauen. Ich hatte ja nur versucht, irgendwie das Mammut einzusperren. Aber da bin ich auch falsch vorgegangen. Da hätte ich eigentlich mehrfach mit einer anderen Höhe die Blöcke ein. Warum muss ich dachte jetzt, der Dreckblock da ist schon wie das Mammut. Aber nö. Na gut. Irgendwann kriegen wir noch unser Hausmammut. Irgendwann. Kriegt seine eigene Scheune. Okay, zurück zu... Nein, wir machen jetzt erstmal die Fichtenbäume, wenn wir schon mal hier sind. Eine davon müssen halt jetzt alle weg. Weil das Holz, das ist ja dann so ein dunkles Holz und das gefällt mir eigentlich ziemlich gut für so Scheunen und sowas. Und deswegen wollte ich das dafür auch verwenden. So, die vier hier noch und dann haben wir das auch. Zum Glück haben wir die Timbermods und bräuchten wir jetzt 300.000 Stunden, bis das alles fertig ist. Was ist das Wolle? Wo kommt denn jetzt die Wolle her? Merkwürdig. Hier nochmal so ein Baum. Zack. Mais. Alles Mais. Okay, haben wir dann auch wieder ein paar Fichtensetzlinge, falls die Tani hier Fichten einbauen möchte in den Möchtegernwald. Und ja, jetzt zur Fabrik, wie ich sie denn einigermaßen bauen wollen würde. Weiß, wir hüpfen hier im Moment von A nach B, aber das ist mir eigentlich im Moment auch ein bisschen egal. So, immer brauchen wir hier ein bisschen Platz. Nicht wirklich viel, wie zum Beispiel im Haus oder sowas. Aber die Fabrik soll ja auf Dauer auch noch andere Funktionen bekommen, und zwar jede Menge andere Funktionen. Aber was genau ich mir darunter vorgestellt habe, sage ich euch noch nicht. Ah, jetzt habe ich keine Schaufel mehr. Doch, natürlich habe ich eine Schaufel. Sehr schön. Ich würde schon sagen, keine Schaufel mehr. Das geht doch nicht. Mal machen wir hier alles auf eine Ebene und dann mal gucken, was wir hier machen. Ich hoffe, unsere Schaufel reicht dafür, um dieses bisschen hier abzuernten. Haben wir auch gleich ein bisschen Sand, das wir dann irgendwann mal zu Glas verarbeiten können und wahrscheinlich auch werden. Hat alles nur Vorteile, wenn wir bauen. Alles nur Vorteile. Manchmal braucht es halt auch seine Zeit. Ah, da kann ich mir ja immer überlegen, worüber reden wir denn? Problem ist ja, normalerweise mache ich ja immer irgendwelche Gaming-News oder sowas. Das Problem ist, im Moment gibt es halt nichts Spannendes oder sowas, außer dass ich hier und da irgendeinen Release-Termin verschiebe, was jetzt nicht unbedingt erwähnenswert ist oder sowas. Oder auch, dass es ein erstes Möchtegern-Unboxing von diesen Nvidia-Handheld gibt, aber das ist auch nicht wirklich wichtig. Jetzt haben wir natürlich keine Schaufel mehr.
Na gut, dann werden wir hier erstmal nur die Dinger platzieren. Die Öfen, wie ich sie mir denn später mal vorstelle. Das Ganze bekommt dann halt auch richtige Mauern und sowas. 2, 3, 4, 1, na. Dann muss ich das ja so machen. Ah. Darf ich das dann später auch nochmal abbauen? Ah, wieder daneben. Mal zack, 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 zack. Jetzt bin ich mir halt noch nicht sicher, kommt hier dann nochmal so eine Reihe hin oder sowas? Oder sogar zwei? Ich glaube, wir machen hier später noch zwei Reihen von diesen Öfen hin. Ich weiß nicht, ob wir es jemals benötigen, aber dann haben wir's. Und dann kommt dann hier so nach rechts auch noch anderes Zeug hin. Hier hinter uns wird da halt so eine Wand sein, die durchgehend Lava und sowas ist. Also ein bisschen Maschinerie. Auch was mit Redstone. So ein bisschen zumindest. Und drauf mit so einem Schornstein. Mal gucken, ob ich das mache mit dem, dass er andauernd am Qualm ist, so ein Schornstein. Mal gucken. So, lassen wir das da erstmal so stehen, damit ich das dann später nicht vergesse, wo ich es hingebaut habe und sowas. Und dann kommen wir jetzt hierzu.